Dies ist eine kurze Einführung in die Fähigkeiten und Benutzung von CD Finder. CD Finder ist ein Digital Asset Manager. Aha! In Deutsch heißt das, CD Finder weiß genau, wo sich Ihre Bilder, Musik, Filmdateien und Dokumente aller Art befinden. Jetzt sagen Sie, das ist doch wofür Spotlight gut ist, oder? Genau, aber was ist mit Ihren externen Festplatten und anderen Datenträgern? Sobald Sie diese aus Ihrem Mac auswerfen oder abstöpseln, ist es vorbei mit Spotlight, weil Spotlight die Daten dann sofort vergisst. Doof. Aber CD Finder merkt sich alles. Damit katalogisieren Sie also Ihre digitale Bibliothek, Ihr Archiv und Ihr Backup. Und lassen Sie sich nicht vom Namen CD Finder verwirren, denn das Programm katalogisiert so ziemlich alles, was Sie ihm vorwerfen. Interne und externe Festplatten, USB-Sticks, iPods, Server-Volumes, CDs, DVDs, Blu-ray-Discs, FTP-Server und so weiter. Hier jetzt ein Beispiel. Nehmen wir an, Sie suchen den Song Give a Little Bit von Roger Hodgson, Gründer von Supertramp. Tippen Sie dazu einfach den Text in das Feld Einfaches finden und nach einem beherzten Druck auf die Return-Taste zeigt Ihnen CD Finder sofort alle Treffer. Cool, oder? Gefunden wurden jetzt auch Filme und andere Dateien, weil CD Finder erstmal nach allem sucht, was er finden kann. Jetzt wäre es natürlich richtig gut, wenn ich CD Finder genauer sagen könnte, wonach ich denn nun suche. Geht. Einfach das Findenfenster öffnen. Ja. Dann die Art im ersten Menü auf Musikstück setzen. Ja. Dann eine weitere Zeile hinzufügen mit Audio und Künstler enthält. Da tippen wir dann Roger Hodgson ein. Nicht vertippen. Und noch eine Zeile mit Audio, Titel enthält. Genau, give a little bit. Jawohl. Und los geht's. Das war doch jetzt nicht schwer, oder? Jetzt haben wir nur Musikstücke. Der Inspektor hier zeigt Ihnen alle Informationen an, die CD Finder zu jedem ausgewählten Element in seiner Datenbank hat. Also auch alle bekannten Metadaten. Musik ist jetzt natürlich nicht der einzige Bereich, in dem CD Finder punkten kann. Was ist zum Beispiel mit Fotos? Schauen wir mal. Aber sicher doch. CD Finder erkennt natürlich die Exif- und IPTC-Zusatzinfos von Bildern und bietet auch mächtige Suchfunktionen dafür an. Filmdateien? Na klar, alles da. Aber wie funktioniert das jetzt genau? CD Finder katalogisiert jede ihrer Disks einmal und weiß dann genau für jede Datei und jeden Ordner, was wo ist. Die gesamten Zusatzinformationen helfen Ihnen dann, Ihre Daten schneller zu finden. Bevor Sie jetzt mit dem Katalogisieren beginnen, müssen wir noch kurz einen Besuch bei den Einstellungen machen, speziell der Bereich Katalogisieren. Jede dieser Einstellungen hat großen Einfluss auf die Katalogisierungsgeschwindigkeit, aber natürlich auch auf die Menge an Zusatzdaten, die Ihnen dann für die Suche zur Verfügung stehen. So, jetzt katalogisieren Sie Ihre Datenträger. Einfach per Drag-and-Drop das Symbol in das Fenster von CD Finder werfen und los geht's. Das geht übrigens auch mit mehreren gleichzeitig, versteht sich. So. Oder wenn Sie einen ganzen Berg an Disks zu verarbeiten haben, benutzen Sie doch die Stapelkatalogisierung. Dann schnappt sich CD Finder automatisch jedes neu auftauchende Volume, katalogisiert es und wirft es hinterher wieder aus. Ganz einfach. Ihr Praktikant wird sich freuen. Was passiert, wenn Sie ein paar Dateien auf einer katalogisierten Disk geändert haben? Na, klicken Sie den Katalog in CD Finder an, wählen Sie im Menü Katalog aktualisieren. In Windeseile geht CD Finder durch den Inhalt der Disk und sammelt die Änderungen ein. Das war nur eine kurze Einführung. CD Finder kann eine Menge mehr für Sie tun. Wir haben auch einige Videotutorials, Hilfe auf der CD Finder Webseite und ein umfangreiches, wenn auch noch englisches Handbuch. Und jetzt viel Spaß mit CD Finder beim Katalogisieren und Aufspüren Ihrer Daten.